Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Yogis Technik-Ecke. Heute zeige ich euch ein weiteres Video zu der QMOX SJ4000 Action-Kamera. Ich hatte euch die Kamera vor wenigen Tagen ausführlich ausgepackt, euch die ganzen Packungsinhalte mal gezeigt. Hier seht ihr nochmal das wasserdichte Gehäuse daneben liegen. Die anderen Dinge habe ich jetzt schon anderweitig verstaut, aber das Video habe ich hier auf jeden Fall nochmal verlinkt für euch, genauso wie das Review zu der Hundehalterung. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Heute geht es aber nochmal um die Kamera selber, nämlich da habe ich euch im Unboxing-Video schon darauf hingewiesen. Ich möchte euch noch die ausführlichen Einstellungsmöglichkeiten zeigen, die wir hier in der Kamera haben. Das hätte das Unboxing-Video ein bisschen zu lang werden lassen, von daher habe ich das hier in ein separates Video reingeschnitten und genau das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Zuallererst schalten wir die Kamera natürlich mal ein, indem wir hier vorne den Power-Knopf gedrückt halten. Dann bekommen wir den QMOX Startbildschirm SJ4000 und ja, landen dann in der Live-Ansicht. Die Bedienung dieser Oberfläche, die werde ich euch jetzt in diesem Video nicht zeigen. Schaut dazu, wie gesagt, das Unboxing-Video an. Ich zeige euch jetzt rein die Einstellungen. Dazu gehen wir in den Einstellungsmodus, indem wir so lange hier vorne die Modus-Taste einmal drücken. Drücke ich sie nochmal, bis wir in den Einstellungen landen. Ganz genau hier, das Setup. Das ist standardmäßig in englischer Sprache, so wie jetzt hier auch in meinem Fall. Das habe ich extra jetzt mal so stehen lassen, damit ihr das im Originalzustand sehen könnt. Wir können unten rechts schon sehen, dass das Setup-Menü aus 6 Seiten besteht. Wir befinden uns jetzt hier auf der ersten Seite. Und um ja, durch die Menüpunkte durchzuscrollen sozusagen, können wir uns hier der Pfeiltasten bedienen. Auf der rechten Seite der Kamera könnt ihr schon sehen. Dann können wir hier durch die einzelnen Menüpunkte durchgehen und kommen dann entsprechend, wenn wir weiter runtergehen, zur zweiten Seite. Ich fange jetzt natürlich mal ganz oben an. Da haben wir den allerersten Menüpunkt TV-Out. Den kann ich dann anwählen, indem ich hier oben die OK-Taste drücke. Dann kommen wir in diesen Menüpunkt rein und den TV-Out, den kann ich on und off stellen. Das ist also die Ausgabe über diesen Mini-HDMI-Port hier unten. Wenn wir das Live-Kamerabild oder natürlich auch die aufgezeichneten Daten über ein TV-Gerät oder über einen Computermonitor wiedergeben möchten im Großformat, dann schalten wir das hier auf on, bestätigen das Ganze dann mit der OK-Taste oben, aber das brauche ich jetzt nicht, deshalb lasse ich das auf off. Gehen wir zur nächsten Option. Das ist die Einstellung zum On-Screen-Display. Schauen wir mal da rein. Auch das rufen wir wieder auf mit einem Druck auf OK oben. Und das On-Screen-Display, sprich also die ganzen Anzeigen, die im Live-Aufnahmemodus auf dem kleinen Display hier angezeigt werden, zum Akkustatus, zu den verbleibenden Standbildern, die man aufnehmen kann und so weiter, die können wir hier ein- und ausschalten, wenn man das nicht möchte, weil einen das stört, dann sagt man hier ganz einfach off. Ich möchte das aber eingeschaltet lassen, deshalb sage ich on und drücke OK. Der nächste Menüpunkt lautet TV-Mode. Da können wir reingehen und höchstwahrscheinlich ja, ganz genau die TV-Norm anpassen. Wenn wir im europäischen Raum sind, dann lassen wir das natürlich auf PAL stehen. Ansonsten im asiatischen und amerikanischen Raum auf das NTSC-Format. PAL ist aber korrekt hier auf jeden Fall für Deutschland. Deshalb auswählen und OK. Nächster Menüpunkt Resolution, also Auflösung. Hier können wir höchstwahrscheinlich ganz genau die Videoauflösung bestimmen für die aufgezeichneten Videodaten, zum Beispiel 1080p Full HD, 720p mit 60 oder 30 Bildern pro Sekunde, könnt ihr hier sehen, und eine kleine VGA-Auflösung bis zu 640x480 geht das hier runter. Man möchte natürlich in den meisten Fällen mit der Full HD-Auflösung hier aufzeichnen, deshalb auswählen und oben OK drücken. Zum nächsten Menüpunkt, wie gesagt, immer hier rechts mit den Hoch- und Runter-Tasten können wir da reingehen. Cyclic Record, drücke ich mal auf OK. Hier können wir festlegen, wie lang die Einzelclips sind, die die Kamera aufnimmt. Die kann also die aufgezeichneten Videoclips direkt splitten, zum Beispiel in 3 Minuten, 5 Minuten oder 10 Minuten. Das kann hilfreich sein, weil die dann vielleicht einfacher zu verarbeiten sind in Videobearbeitungssoftware. Wenn man das nicht möchte, dann schaltet man das hier auf Off und die Videoclips, die werden dann entsprechend ja, so lang, bis man sie pausiert oder anhält. Nächster Menüpunkt HDR. Hier kann man also High Dynamic Range Fotografie ein- und ausstellen. Wenn man das möchte, kann man das hier tun. Werde ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen erklären, was es damit auf sich hat. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich zeige euch jetzt wirklich nur die Menüpunkte. Motion Detection, also Bewegungserkennung. Wenn wir die Kamera ja, als Überwachungskamera einsetzen möchten, dann würden wir diesen Menüpunkt hier auf Einschalten und dann können wir die irgendwo platzieren und die fängt dann auf die eingelegte Micro-SD-Karte an aufzuzeichnen, sobald sie eine Bewegung im Bild erkennt. Auch ein ganz nettes Feature, brauche ich aber nicht, deshalb off.
Nächster Menüpunkt Audio. Hier können wir auswählen, ob die Kamera überhaupt Audio aufnimmt. Denn wenn wir die im wasserdichten Gehäuse zum Beispiel drin haben, dann kann die ja sowieso das Audiosignal nicht wirklich aufnehmen, da das Gehäuse eben wasser- und auch schalldicht ist. Von daher kann man dann direkt hier auch Audio off schalten, damit man sich eben auch noch ein bisschen Speicherplatz auf der SD-Karte spart. Ich möchte das Audio jetzt aber aufnehmen, da ich diesen ja, leicht durchlässigen Deckel hier verwende für das Gehäuse, wo die Lautsprecher noch ein bisschen was aufnehmen können. Deshalb lasse ich das Ganze auf On. Nächster Menüpunkt Date Stamp. Hier können wir einstellen, ob auf dem Video ein Zeitstempel erscheinen soll mit Datum und Uhrzeit. Das ist standardmäßig eingeschaltet gewesen. Das habe ich aber ausgeschaltet, da ich das auf jeden Fall nicht möchte. Könnt ihr aber hier natürlich einschalten. Ist zum Beispiel auch in Verbindung mit der Überwachungskamera-Funktion, mit der Bewegungserkennung-Funktion von gerade vielleicht ganz sinnvoll. Capture Mode. Da schauen wir mal rein. Das ist also ein Selbstauslöser für die Fotofunktion. Der steht auf Single, das ist also kein Selbstauslöser, da wird sofort ausgelöst. Dann kann nach 5, 10 oder 20 Sekunden ausgelöst werden. Ja, wie man das eigentlich auch von jedem klassischen Fotoapparat, von jeder Digitalkamera kennt, wenn man sich selber knipsen möchte, dann kann man das hier in verschiedenen Zeitintervallen einstellen. Kategorie Image Size, hier können wir höchstwahrscheinlich festlegen, ganz genau die Auflösung der Standbilder, zum Beispiel 12 Megapixel, 10 Megapixel, 8 5, 3, 2, ja, runter bis VGA-Auflösung wieder 640x480. Wenn man wirklich pixelige und kleine Bilder schießen möchte, dann kann man das da drauf stellen. Ansonsten würde sich natürlich 12 Megapixel in der Regel anbieten, vor allen Dingen, da man ja auch über genügend Speicher eigentlich heutzutage verfügt auf den Micro-SD-Karten. Nächste Kategorie Quality. Hier können wir auch nochmal die Qualität der Standbilder festlegen. Das kennt man ja auch von Digitalkameras. Da gibt es dann neben der Auflösung oft nochmal eine Einstellung hier, wie zum Beispiel Fein, Normal und der Eco-Modus. Das sollte man natürlich der höchsten Qualität zuliebe auch hier auf Fein stellen und mit OK bestätigen. Nächster Menüpunkt, der erste auf Seite 3 jetzt, wie ihr sehen könnt, also das ist schon ziemlich umfangreich, ist Sharpness, also die Schärfe. Hier können wir die Schärfe der Standbilder anpassen. Wenn uns das nicht passt, dann können wir das hier auf sehr scharf stellen, auf normal oder auf weich. Ich lasse das mal auf normal stehen, da ich hier eigentlich überhaupt gar keine Probleme mit der Schärfe habe. Genauso wenig wie mit dem Weißabgleich. Auch den kann man hier einstellen. Auf Automatik steht der standardmäßig, kann man aber auch auf Tageslicht, auf wolkig oder auf Tungsten stellen, wo ich ein bisschen überfragt bin, was das gerade heißt. Fluoreszierend gibt es auch noch die Einstellung. Auf jeden Fall lasse ich das auf Automatik stehen, da ich damit eigentlich überhaupt gar keine Schwierigkeiten soweit habe. Nächste Kategorie Color. Hier kann festgelegt werden, wie die Videodaten aufgezeichnet werden, also in Farbe, in Schwarz und Weiß oder mit einem klassischen Sepia-Effekt. Wobei ich natürlich immer empfehlen würde, das in Farbe aufzuzeichnen. Diese Schwarz- und Weiß- oder Sepia-Effekte oder überhaupt auch andere Dinge, die lassen sich natürlich später auch leicht in Videobearbeitungssoftware über das Video legen und dann hat man im Zweifelsfall das Original immer in Farbe dabei. Deshalb lasse ich das hier auf jeden Fall auf Farbe stehen. Nächste Kategorie ISO. Hier kann also der ISO-Wert festgelegt werden für Standbilder. Bei entsprechend lichtungünstigen Verhältnissen würde man dann hier den ISO-Wert hochschalten. Zwischen 100 und 400 kann man das manuell machen oder auf der Automatik stehen lassen. Je höher der ISO-Wert, desto höher natürlich auch das Bildrauschen. Für die Standbildaufnahme kann hier im nächsten Menüpunkt auch noch die Belichtungszeit festgelegt werden. Die steht jetzt hier auf ja, 0 Sekunden bzw. auf dem Standardwert. Da können wir minus 1 Drittel Sekunden, minus 2 Drittel, minus 1 Sekunde. Also können wir hier entsprechend für gute oder schlechte Lichtverhältnisse, hier zum Beispiel für schlechte Lichtverhältnisse, würden wir dann die Belichtungszeit entsprechend hochstellen. Ansonsten lassen wir das auf 0 stehen, wie ich das jetzt auch machen werde. Und gehe zum nächsten Menüpunkt Face Detection, also Gesichtserkennung. Die können wir hier einschalten, damit die Kamera wahrscheinlich automatisch fokussiert bzw. automatisch auslöst auch, wenn ein Gesicht erkannt wird oder wenn ein Lächeln erkannt wird auf dem Gesicht oder wenn wir das Ganze nicht möchten, natürlich wieder auf Off. Nächster Menüpunkt, der erste auf Seite 4, ist Anti-Shaking. Das ist also ein Bildstabilisator. Natürlich ist das ein rein digitaler. Hier ist nicht irgendeine Mechanik eingebaut in die Kamera. Das Bild wird dann eben rein digital stabilisiert, wenn wir das hier auf On schalten. Wenn wir damit Probleme haben, wenn uns das Bild zu wackelig ist, dann können wir das ja hier mal ausprobieren. Ich fand mein Bild eigentlich bisher ganz in Ordnung, sogar auf der Hundehalterung bei meinem rennenden Hund. Von daher lasse ich das mal auf Off. Mit Quick Review können wir festlegen, wie lange uns ja, aufgezeichnete Standbilder kurz angezeigt werden hier in dem Display nach deren Aufnahme. Das kennt man ja auch von Digitalkameras. Nachdem man ein Foto geschossen hat, hier oben mit dem Auslöser, können wir das dann entweder 2 Sekunden oder 5 Sekunden anzeigen lassen oder können dieses Feature ganz deaktivieren,
wenn wir direkt wieder bereit für den nächsten Schnappschuss sein möchten. Und jetzt kommen wir auch hier endlich mal zur Spracheinstellung. Das Ganze hatte ich ja bisher auf Englisch stehen lassen extra. Da das hier die Standardeinstellung ist, das werde ich auch weiterhin tun. Aber ich zeige euch mal eben die verschiedenen Sprachen, die hier drin sind. Französisch, Spanisch, Polnisch, Deutsch, Italienisch, einige chinesische, japanische Sprachen. Russisch war, glaube ich, auch noch drin und Portugiesisch. So, ich lasse es aber auf Englisch stehen, da das der Werkszustand ist hier und ich euch schon mal zeigen möchte, was euch gegebenenfalls erwartet, wenn ihr euch die Kamera hier zulegt. Kategorie Date und Time können wir erwartungsgemäß das Datum und die Uhrzeit festlegen, indem wir hier einfach mit den Pfeiltasten, könnt ihr schon sehen, das Ja jetzt in dem Fall zum Beispiel bestimmen und dann mit der OK-Taste weitergehen zur Uhrzeit. Da müssten wir einmal durchgehen. Hier noch das Datumsformat unten, das können wir auch noch ändern. Und wenn wir da wieder raus möchten, wenn wir das richtig eingestellt haben, dann drücken wir einfach einmal vorne die Modus-Taste und dann geht wieder zurück. Im Menüpunkt Auto Power Off, der vorletzte hier auf Seite 4, können wir festlegen, wann sich die Kamera selber ausschaltet, wenn sie nicht benutzt wird, zum Beispiel nach 3, 5 oder 10 Minuten. Oder das Feature können wir auch ausschalten, würde ich euch aber nicht raten, da ansonsten natürlich der Akku darunter leidet, wenn wir mal vergessen, die Kamera von Hand auszuschalten. Kategorie Beep Sound, das habe ich ausgeschaltet, da das ein ziemlich nerviger Ton ist. Der, könnt ihr jetzt hören, bei jedem Tastendruck auftaucht. Naja, so nervig ist er nicht, er ist ziemlich leise, aber trotzdem mag ich solche Tastentöne immer nicht, deshalb schalte ich das wieder auf off. Gehen wir weiter zur Seite 5. Hier haben wir die Kategorie Screensaver ganz oben, also Bildschirmschoner. Der kann zum Beispiel nach 3 Minuten, 5 Minuten oder nach einer Minute eingeschaltet werden oder kann auch ganz deaktiviert werden. Und das ist im Grunde kein klassischer Bildschirmschoner mit irgendwelchen Animationen, wie wir das vielleicht von unserem Computer noch kennen, sondern im Grunde genommen wird einfach das Display abgeschaltet nach der hier eingestellten Zeit, wenn eine Videoaufnahme läuft. Da natürlich eingeschaltetes Display immer starken Akkuverbrauch bedeutet und wenn die Kamera zum Beispiel irgendwo in Aktion ist, irgendwo am Surfbrett oder wie in meinem Fall am Hund oder an einer Drohne oder sonst was befestigt ist, dann braucht man das Display sowieso nicht in dem Moment und dann kann man zum Beispiel auch nach einer Minute hier automatisch sich abschalten lassen. Kategorie Frequenz. Hier können wir die Kategorie unseres Stromnetzes festlegen, wenn wir die Kamera am Stromnetz bzw. am USB-Netz betreiben. Die Einstellung, die können wir auch variieren, wenn wir hier mit irgendwelches Bildflimmern haben, dann können wir hier mal probieren, die andere Einstellung jeweils auszuwählen, habe ich aber nicht. Deshalb lasse ich das Ganze auf 60 Hertz stehen. In der nächsten Kategorie Rotate können wir festlegen, dass das Videobild ja um 90 Grad verdreht aufgezeichnet werden soll. Also im Grunde genommen so hier im Hochformat. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn wir das aus irgendwelchen Gründen brauchen, kann man das hier wie gesagt einstellen. Im nächsten Menüpunkt können wir den Car Mode aktivieren. Ganz genau hier mit On. Das ist also der Fahrzeugmodus. Wenn die Kamera in einem Fahrzeug, in den meisten Fällen natürlich auf dem Armaturenbrett eines Autos über die USB-Stromversorgung mit Strom versorgt wird und der Car-Mode auf On ist, dann fängt sie eben immer an aufzuzeichnen, sobald sie Strom bekommt, zum Beispiel über den Zigarettenanzünder, Stromadapter. Also einfach gesagt, sobald der Motor anspringt und das Fahrzeug dann bewegt wird, fängt die Kamera an aufzuzeichnen. Das würden wir dann hier auf On schalten, wenn wir das möchten und können dann hier auch im nächsten Menüpunkt License Number unsere Kennzeichennummer einstellen. Unser Kennzeichen, das ist wahrscheinlich, nehme ich mal ganz stark an, aus rechtlichen Gründen notwendig. Wenn wir die Kamera im Fahrzeug betreiben, dann tragen wir hier unser Kennzeichen ein. Das wird dann womöglich sogar im Videobild eingeblendet. Das hat dann, nehme ich mal an, rechtliche Gründe, damit wir anschließend auch beweisen können, dass das Video auch wirklich aus unserem Fahrzeug aufgezeichnet wurde. Nächster Menüpunkt Delete. Hier können wir, wenn Bilder bzw. Videos gespeichert sind, was in meinem Fall jetzt nicht der Fall ist, könnt ihr sehen, No Image, dann können wir hier entweder einzelne oder alle Fotos, / Videos löschen lassen. So können wir auch schon von unterwegs fehlgeschlagene oder unnötige Aufnahmen rauslöschen, um Speicherplatz auf unserer Micro-SD-Karte zu sparen. Nächste Kategorie Format. Damit können wir die Micro-SD-Karte dann komplett löschen, komplett formatieren, indem wir jetzt hier OK auswählen und nochmal hier oben mit OK bestätigen. Dann formatiert ihr die komplette SD-Karte und löscht alles, was sich darauf gerade befindet. Kategorie Default Setting. Damit können wir die Werkseinstellungen laden der Kamera. Wenn wir irgendwas vermasselt haben oder die zurücksetzen wollen aus irgendeinem anderen Grund, dann wählen wir jetzt hier OK aus und das Ganze nimmt seinen Lauf. Und zur allerletzten Kategorie, nämlich auf Seite 6, die Versionsnummer, die können wir uns hier anschauen, die Firmware-Version und wann die gefertigt wurde. Und das kann man dann mal auf der Webseite von QMOX bzw. der SJ4000 Cam, kann man dann mal checken, ob es da eine neue Firmware
gibt, wenn es da eine Möglichkeit gibt, diese einzuspielen. Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich auch hier im Einstellungsmenü nichts zu gefunden. Da bin ich ein bisschen überfragt. Das müsste ich noch rausfinden. Aber mit den Einstellungen war es das jetzt erstmal. Ich habe euch 6 Seiten an Einstellungen gezeigt. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden und war dem einen oder anderen eine Hilfe, vielleicht eine kleine Vorfreude auf seine Kamera, wenn er plant, sich die zu kaufen oder wenn sie plant, sich die zu kaufen. Ich finde das auf jeden Fall ein ganz spaßiges Teil und die Kamera wird mich weiterhin begleiten und auch ihr werdet davon immer mal was zu sehen kriegen. Dafür könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, denn das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Einstellungsvideo hier, die Demonstration der Einstellungen der QMOX SJ4000. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Video und würde mich freuen, wenn ihr mal auf meinem Kanal vorbeischaut, wie gesagt, oder mir einen positiven Daumen, na, hier ist er, passt nicht ganz ins Bild, auf diesem Video da lasst. Das motiviert mich immer weiterzumachen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus. Macht's gut vom Yogi285. Ciao, ciao.